Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Worms Armageddon. Ich bin der Tobi und unsere Mission heute heißt Armageddon. Und ob da jetzt der Weltuntergang droht oder nicht, das verraten uns hoffentlich die Details, die uns da drüben ein wenig erschlagen. Aber selbst der kleinste Wurm muss lesen können und deswegen die Details nur für euch. Ein Informant berichtet uns, dass der Gegner erneut eine Kampagne der Schreckensherrschaft plant. Das erste Ziel ist ein Mitglied des Stadtrats, ein Wurm von großer politischer Bedeutung. Dieser Angriff kommt sehr ungelegen, weil das Gebiet auch der Einschlagsbereich eines zerbrechenden Kometen ist, der ausgerechnet in der Stadt herabfallen wird. Unseren Schätzungen zufolge ist nach 5 Minuten mit dem Einschlagen der ersten Kometensplitter zu rechnen. Die Zeit ist ein zusätzlicher Gegner. Retten Sie den Politiker und säubern Sie die Gegend von unseren Feinden, damit wir die Stadt evakuieren können. Also in Wurmhausen kommt ein großer Komet angeflogen und bedroht die ganze Wurmnation. Und noch dazu will der Gegner einen wichtigen Stadtrat entführen oder töten, das ist noch die Frage. Und ich soll den beschützen und damit danach dann die Zivilbevölkerung gerettet werden kann. Also erst die Politiker, dann die Würmer. So ist das in der Wurmwelt. Und jetzt habe ich aber genug geredet. Wir gehen ab in die Mission. Los geht's mit Armageddon. So, willkommen in Wurmhausen. Ich habe 3 Würmer und einen lustigen Politiker mit einer roten Mütze. Nicht ganz so viele Waffen und als erstes nehme ich dann gleich mal die Uzi. Der Feldsoldat steht ja so schön vom Abgrund. Das heißt, er will bestimmt ins Wasser fliegen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, er will ins Wasser. Hat nachgegeben. Und das war schon mal ein ganz guter Start hier in die Armageddon-Mission. Aber wir wissen, die Zeit drängt hier. Ich habe nur 5 Minuten. Dann kommt der Komet. Und wenn der Komet kommt, will keiner mehr hier sein. Zumindest von meinen Würmern. Und dementsprechend versuche ich, die Gegner schnell zu töten, damit wir abhauen können. Aber ich weiß nicht, ob das Ganze klappt. Das wird spannend werden. Auf jeden Fall scheint mein Politiker mit der roten Mütze geschützt zu sein. Ich nehme jetzt einfach mal ein Seil und gehe nach da oben. Ja, ich gehe nach da oben. Und lege dem guten Feldsoldat eine Mine auf den Kopf. Und wenn das Ganze so klappt, wie ich es mir vorstelle, fliegt zumindest noch ein Gegner ins Wasser. Genau. So, der hat auch Platsch gemacht. Aber da unten sind noch so viele Würmer. Wie soll ich die in 5 Minuten alle töten? Das wird sehr, sehr spannend werden. Jetzt muss der Legolas, nee, muss nicht einstecken. Der Gegner kümmert sich um sich selbst. Na, dumm gelaufen. Und dann ist der Frodo auch schon dran, der jetzt mal die Seile da drüben einsammelt. Upsala. Rüber mit dir. Und dann kommt eine kleine Granate auf den Hauptmann da drüben. Nee, ne. Nirgends getroffen. Mist. Ja, ich bin die ganze Zeit am Überlegen. Das wird hier richtig eng mit den 5 Minuten alle Gegner töten. Und ihr habt es ja eben gesehen, ich habe ein Trägerbasispack gesammelt mit dem Frodo. Und ich glaube, ich verbarrikadiere mich dann gleich ein wenig. Und das Ganze kann ich da aber ganz schlecht machen, so wie der gute Politiker gerade dasteht. Weil der da eindeutig viel zu offen steht. Ich mache jetzt mal ein wenig Majestätsbeleidigung und will den Politiker da drüben in das Loch schießen, zwischen den Hochhäusern. Und da steht er eindeutig viel geschützter. Ja, hat zwar wenig Schaden gemacht, aber da kann ich dich besser beschützen. Du wirst es mir vielleicht ein bisschen übel nehmen, guter Politiker, aber ist nur zu deinem Besten, glaub mir. So, dann ist der Legolas jetzt da drüben dran.
Legolas sammelt mal schnell noch eine Kiste. Oh, Legolas fliegt nach unten. Was war denn da los? Ja, das war so nicht geplant. Und der Gegner geht weiter auf den armen Frodo. Und ja, der Frodo wirft jetzt noch schnell eine Granate auf die Artillerie hier unten. Hoffentlich diesmal ein bisschen besser wie eben die. In 5 Sekunden kann da nicht viel schief gehen. Und dann ist die Uhr da unten auch schon gleich auf 5 Minuten. Das heißt, jetzt wird's Zeit, mich zu verbarrikadieren. Na, da oben steht's auch schon. Zeit, Bunker zu bauen. Ja, ich hoffe, dass ich noch genug Zeit habe, einen Bunker zu bauen. Mal gucken, was der Gegner macht. Der schießt erstmal einen Gandalf darüber. Das Ende der Welt ist nahe, ja. Gut, weiß ich mittlerweile, aber... Dann nehme ich mein Träger-Basis-Pack mit seinen 5 Trägern. Und 5 Träger, die können ordentlich Kometen abhalten, hoffe ich mal. Aus allen Himmelsrichtungen. Ja, sieht noch einen schönen Bunker aus. Einen vielleicht nach oben drauf oder nach da drüben. Machen wir oben drauf. So, und dann gucken wir mal, was passiert. Kommt jetzt schon? Ja, der jüngste Tag ist da. Und jetzt Daumen drücken, dass mein guter Politiker das übersteht und mein Bunker hält. Noch sieht's gut aus, die Träge halten. 2 Lagen habe ich noch. Immer noch 2 Lagen, die Kometen rasseln ein. Es hört gar nicht auf. Und das ist echt... Ah, jetzt hört's auf, endlich. Und die Gegner... Ach, sind alle tot. Alle tot. Und der Frodo und der Politiker stehen in ihrem Bunker. Das sieht sehr, sehr gut aus. Sie sprengen sich alle nacheinander in die Luft. Also da war es die richtige Idee gewesen, den Politiker dazwischen die Hochhäuser zu schießen mit dem Baseballschläger. Und mit ein bisschen Notversorgung wird er wieder aufgepäppelt werden und dann kann er seines Amtes walten. Und für diese Mission gibt es die Goldmedaille. Also die Wurmnation wurde vom heftigen Armageddon-Kometeneinschlag gerettet. Und der Politiker lebt auch noch. Noch dazu hat der Frodo die Mission auch überlebt. Also es mussten zwar viele Würmer ihr Leben geben, aber so ist das bei einem Kometeneinschlag. Viele müssen sich für das Wohl eines einzigen Politikers opfern, wohl oder übel. Und jetzt gucke ich mal, was uns in der nächsten Mission erwartet. Der Marsstern. Also erst die Kometen, jetzt geht es auf den Mars. Es geht auf jeden Fall noch eine Woche weiter hier mit Worms Armageddon bei der Wohngemeinschaft. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe ihr hattet ein wenig Spaß bei der Folge und dann bis nächste Woche. Tschüss.